Heyo Leute, Crimex hier und heute auch schon wieder brandneue Infos rund um GTA 5 welche am Start. Und zwar geht es in diesem Video nochmal um das bevorstehende Singleplayer-DLC oder besser gesagt sogar um die beiden bevorstehenden Singleplayer-DLCs. Denn in meinem letzten Video haben wir ja bereits rausgefunden, dass uns nicht ein Singleplayer-DLC, sondern direkt zwei Singleplayer-DLCs erwarten werden. Außerdem haben wir in meinem letzten Video bereits rausgefunden, dass eben in dem einen Singleplayer-DLC wird es um Agenten gehen und in dem anderen um Zombies. Diese Infos, diese dürftet ihr schon kennen aus meinem letzten Video, Link dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das noch nicht geschaut habt. Aber heute gibt es eben nochmal brandneue Infos zu diesen beiden bevorstehenden Singleplayer-DLCs. Und zwar geht es um die Hauptpersonen von diesen Singleplayer-DLCs. Also welche der drei Hauptcharaktere, die wir haben, also Michael, Trevor und Franklin, welche da in diesem DLC die Hauptrolle spielen wird. Und da bin ich auf jeden Fall mal echt gespannt, was da auf uns zukommen wird. Denn ich kann mir da momentan noch gar nicht so irgendwie genaue Zusammenhänge vorstellen. Also ich habe mir dazu zwar ein paar Gedanken gemacht, aber ich bin mir momentan einfach noch gar nicht so genau sicher. Und deswegen sage ich jetzt so mal, schreibt mir danach eure Meinung dazu unten in die Kommentare, denn ich würde es auf jeden Fall richtig feiern, mit euch darüber zu diskutieren, was ihr zu dem Thema meint, weil ich mir momentan einfach noch nicht selbst ganz sicher bin, was da auf uns zukommen wird. Aber ich würde sagen, ich werde euch die Info jetzt einfach mal vorstellen, und zwar wird die Hauptperson für dieses Agenten-Singleplayer-DLC Trevor sein und für dieses Zombie-Singleplayer-DLC Michael sein. Und ja, da bin ich wie gesagt einfach nur extrem gespannt, was da auf uns zukommen wird, in welcher Form Trevor etwas mit Agenten zu tun hat und Michael irgendwas mit Zombies. Ich weiß es momentan einfach nicht genau. Vielleicht wird Trevor irgendwie von FIB oder IAA irgendwie geordert oder keine Ahnung, muss für die irgendwelche Aufträge machen. Und bei Michael könnte ich es mir irgendwie vorstellen, weil Michael ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder eben an diesem Filmset war, dass man eben da so einen Film drehen muss mit Zombies und dass Michael in dem Fall irgendwas mit einem Film vielleicht mit den Zombies zu tun hat. Aber ich bin mir da übelst nicht sicher, was da auf uns zukommen wird. Deswegen schreibt mir dazu doch einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall übelst interessieren, was ihr zu dem Thema meint. Also auf jeden Fall wird die Hauptperson für das Agenten-Singleplayer-DLC Trevor sein und für das Zombie-DLC Michael sein. Wie gesagt, eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn du es dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen Gruß an Bizeps. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crimex.